Was geht ab, meine OZ-Fighter, Ozere, und wir haben Breaking News zu dem Transforming Vegeta, den wir für den Saiyan Day erwarten. Der Saiyan Day ist in Japan, Freunde, am 18. März, heißt diesen kommenden Montag. Ob es bei uns wegen der Zeitverschiebung auch am Montag ist oder einen Tag zuvor am Sonntag, wissen wir noch nicht. Die Tage sollten wir im Spiel selbst dann quasi einen Teaser bekommen, dass der Charakter dann released wird nach 2 Tagen. Ich denke mal, spätestens Samstag sollte das der Fall sein. Und dann wissen wir Bescheid, okay, nach dem Teaser, nach 2 Tagen ungefähr, sollte er online kommen. Wie gesagt, 18. März für Japan. Bei uns einen Tag zuvor oder am selben Tag wissen wir noch nicht. Aber wir haben Leaks von Team Dokkan. Wirklich, schaut an Team Dokkan. Er ist wirklich eine sehr vertrauenswürdige Quelle. Er hat das Ganze geleakt. Die Informationen zu Transforming Vegeta und ein, zwei anderen Charakteren. Die Sache ist zudem noch, Freunde, ihm kann man auf jeden Fall Vertrauen schenken, denn das, was in den 250 Millionen Download Celebration, die Infos wir damals bekommen haben zu der Celebration, die kamen alle aus seinen Leaks und die waren alle on point, also ist wirklich eine sehr vertrauenswürdige Quelle. Sind im Endeffekt noch Leaks, heißt Änderungen vorbehalten, aber wir gucken uns mal die Informationen zu dem Transforming Vegeta an. Er ist zum einen vom Physisch-Type. Die Übersetzungen, by the way, sind vom Reddit-User Svari, nenne ich es einfach mal. Der Link, alles ist auf Twitter, Freunde, checkt ihn auf jeden Fall aus. Ich werde die Links auch in die Beschreibung setzen. Shoutout an die ganzen Jungs, die machen den Job auf jeden Fall sehr solide. Zum einen ist er von Physisch-Type, der Transforming Vegeta. Er steht hier zwar nicht dran, aber aus den französischen Übersetzungen von Team Dokkaner stand da noch ein END dran. Also es ist französische Übersetzung, er ist der Franzose. Aus seinen französischen Leaks stand da noch END dran und französisch END steht für physisch in Dokkan-Sprache, sage ich mal. Jedenfalls, sein Niederskill ist, er gibt der Pure Saiyan's Katrui Ki plus 3 HP, Attack und F 150%. Kurz zum Leaderskill, Freunde, und zwar kamen gerade beim Editieren oder beim Hochladen weitere News von ihm rein. Er hat Team Dokkaner, er hat entschuldigt, er hat gemeint, ey, ihr werdet mich wahrscheinlich hassen, aber ich habe vergessen zu erwähnen, dass sein Leaderskill folgendermaßen aussehen wird, wie ich es gerade gesagt habe. Pure Saiyan's Ki plus 3 HP, Attack und F 150% oder Super-Type-Charakteren Ki plus 3 HP, Attack und F 100% noch dazu. Also, er ist ein Pure Saiyan Leader oder dann ein Super-Type Leader. Und genau, wir wissen, wie das Ganze läuft. Das deckt sich nicht, wenn ein Charakter beides ist, dann bekommt nicht beides, sondern den besseren Leader-Skill weiter im Kontext. Wie ich es wollte, wie ich es mir vorgestellt habe, wird er ein Pure Saiyan Ki plus 3 Leader 150%. Und ich sage euch jetzt schon, die Pure Saiyan's Katrui, die Pure Saiyan's Teams, die werden nur regnen in Dokkan. Denn Pure Saiyan's an sich, die Katrui ist sehr, sehr groß. Man hat natürlich auch oft Evo Vegeta gespielt, als er rauskam, spielt man immer noch, aber man hat gemerkt, okay, dieser 130% Angriff, da fühlst du nicht richtig, dass der quasi wirklich gut Schaden kommt oder dass es wie andere Kategorien sind, die 170% haben, 150%, aber jetzt kommt er mit 150% auf alles Ki plus 3 und ich werde euch jetzt schon sagen, wenn natürlich sehr viele ihn ziehen hoffentlich, dann wird es nur regnen von diesen Charakteren und das wird quasi mehr oder weniger, ich will nicht sagen, eine neue Ära, ich will es nicht so hochhypen, aber das wird wie damals sein, als zum Beispiel Vegito Blue und Rosé rauskam und du hast nur Vegito Blue und Rosé in deiner Friendlist gesehen oder Strength Super Vegeta. Wenn das so angenommen wird, Freunde, dann wird das auch so sein, weil Pure Saiyan's Katrui ist immens groß. Kann aber auch anders sein, weil es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Katrui und sehr, sehr viele Leader, aber es ist wirklich ein sehr, sehr guter Leader-Skill. Die Passive ist folgendermaßen. Und zwar hat er das gelistet, wie er auch seine erste Transformation ist. Also die Transformationen bleiben gleich. Super Saiyan, Super Vegeta, Super Saiyan 2, Gott und dann Blue. In Super Saiyan Status wird das folgendermaßen aussehen. Er hat auf den Angriff und auf die Verteidigung 80% und pro Orb, den er einsammelt, bekommt er weitere 6% auf den Angriff. Und in der letzten Stufe, in der Super Saiyan Blue oder ja, Super Saiyan Gott, Super Saiyan Transformation Vegeta Blue, ist das dann folgendermaßen. Er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 120%. Und für jeden Orb, den er einsammelt, bekommt er weitere 10%. Allein das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Also, das ist immens gut. Aber er bekommt, beziehungsweise einmalig tut er dann jeden Orb, jeden Key-Orb auf dem Feld in Physisch-Type ändern. Und wenn er die dann einsammelt, weil das ganze Feld, das sind 24 Keys, sollten das sein, sind dann physisch Orb. Und wenn er das einsammelt, bekommt er dann pro Orb 10%, das sind dann 240%. Und weil es derselbe Typus ist, wird das nicht doppelt gezählt bei so einem Newcomer. Das ist dann 240% auf die 120% drauf. Und er wird einmalig übertrieben viel Schaden machen. Goku und Freezer hatten einen einmaligen Crit und haben einmalig Ki plus 12 oder so, ist das auf jeden Fall sehr viel Ki bekommen, damit sie einmalig ihre Super Attack auf jeden Fall machen und dieser crittet einmalig. Bei ihm, er hat keinen einmaligen Crit, aber dafür sowas gestört ist und das ist wirklich sehr, sehr gut. Natürlich ist es die letzte Stufe, wird man wahrscheinlich selten sehen, aber in den Stufen davor bekommt er schon wirklich sehr, sehr viel. Also sein Angriff und Verteidigungsboost ist sehr gut und
Das mit den Key erhöht sich dann immer um plus 1%. Also Super Vegeta bekommt er pro Key den 1er mit 7%, bei Super Saiyan 2 8%, bei Gott 9% und letztendlich dann 10%. Und dass er zusätzlich einfach für jeden Key, Freunde, für jeden Key, den er einsammelt, auf seine Attack und F 80%, im Endeffekt dann 90% bei Super Vegeta, also immer um 10% Schritt drauf, zusätzlich dann noch diesen prozentualen Satz bekommt pro Orb, Schaden wird er auf jeden Fall gut machen. Die andere Sache ist, wir kennen seine Stats nicht. Ich kann mir vorstellen, weil das ist, wenn man das erstmal so liest, das ist überwältigend, das ist broken, das ist wirklich eine sehr gute Passive. Auch die Stufen davor sind sehr gut. Aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass seine Stats vielleicht, vor allem seine Angriffsstats, niedriger sind als die von Goku und Freezer. Das kann ich mir vorstellen, das ist bei vielen Vegeta der Fall, weil die Vegeta, die sind meistens so, sowohl offensiv stark als auch defensiv, also sie haben dafür eine höhere Defensive. Und was will ich damit sagen, damit, weil es könnte vielleicht sein, dass wenn er dann draußen ist oder wir wissen, wie die Sets sind, dass es vielleicht nicht allzu krank ist, was man sich vorstellt, also so zum Beispiel, keine Ahnung, 3 Millionen, 4 Millionen offenbar da, sondern dann auch so ähnlich so wie bei Goku und Freeze vielleicht 2 bis 3 Millionen. Also Sets machen sehr viel aus, weil so ein Angriffsset ist ja das, womit dann quasi dieser Boost arbeitet. Aber mit der Pass und dem Leader Skill bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Linkskill haben wir, wie gesagt, keine Informationen. Essay auch nicht, ob er da quasi auch seinen Angriff erhöht und Verteidigung wie Goku und Freezer. Wären wir die Tage wahrscheinlich schlauer. So viel zu den Transforming Vegeta. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, was ihr von ihm haltet. Einziges, was ich ein wenig schade finde, ist, dass es vom Physisch-Type ist. Denn Free Dupe bekommt Additional Attack. Hätte er Free, also wäre er ein Tech-Type. Ein Tech-Type hätte ich mir gewünscht. Da haben wir auch im Stream darüber geredet. Tech-Type würde ich echt für, hätte ich mir echt gewünscht für ihn. Aber ist nicht schlimm. Tech wäre Tech-Type quasi, hätte er Level 5 Crit, also 10% Chance zu critten, und das ist Free Dupe, wenn man das mitnimmt mit der allerletzten Pässe und so, wäre cooler, aber ich will mich nicht beklagen, weil er ist wirklich sehr, sehr gut, wenn das Ganze so natürlich durchkommt, ja, Änderung vorbehalten, aber es sollte auf jeden Fall so mehr oder weniger sein. Super Vegeta, wird eine neue Karte hinzukommen, er wird wahrscheinlich, also mit dem Medaille von dem Vegeta awakebar sein. Dieser Super Vegeta wird vom Int-Typus sein, er gibt Key plus 3 HP, Attack und Death für Int-Charakteren. Passive Skill ist folgendermaßen, auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 80%, bekommt zusätzlich auf den Angriff und auf die Verteidigung 120% drauf, abhängig von der HP. Je höher die ist, desto höher ist der Boost. Was wollen die mich verarschen? Er hat konstant immer Attack und 80% und zusätzlich, je höher die HP ist, Attack 120%, Death 120%. Krass. Und er hat einen garantierten kritischen Treffer. Warte mal, das ist nicht einmalig. Also kann sein, guck mal, das sind so Sachen, wenn die so wirklich rauskommen, dann können wir das genau sagen, ob vielleicht der eine oder andere sich vertippt hat oder das nicht ganz richtig übersetzt hat. Aber so wie es da steht, ist es nicht einmalig. Hier steht nämlich dran, wenn ein Gegner von in der Android-Kategorie-Saga ist, dann crittet er garantiert. Krass, also wenn man nur gegen Androids kämpft, dann crittet er die ganze Zeit, so mehr oder weniger. Oder ob es einmalig ist, wie gesagt, darauf wollte ich hinaus. Da werden wir im Endeffekt dann schauen, Freunde. Und es wird noch zwei Charaktere bekommen ein Easy A. Zum einen dieser physisch Super Saiyan Trunks und dieser Tech Vegeta, das sind die Vater-Sohn Gallican Charaktere, sag ich mal, die bekommen ein Easy A. Und ich bin gespannt, ob ein neuer Charakter ein Easy A bekommt oder ob sie aus vorhandenen Medaillen ihr Easy A bekommen. Vorhandenes Vegeta Easy A fällt mir spontan, wäre Super Saiyan 3 Vegeta oder ist der nächste, der bekommt Int Vegeta Blue. Das wäre krank. Aber da wissen wir noch nichts. Jedenfalls, dass wir wissen, was die Charaktere drauf haben. Passive ändert sich folgendermaßen. Der Trunks hat nach dem Easy A Key plus 2 gibt es sich selbstständig und auf den Angriff und auf die Verteidigung 30% für jeden Verbündeten. Zusätzlich bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung er selbst 70%, wenn zwei oder mehr Vegetas Lineage-Charaktere im Team präsent sind. Die Frage ist, auf JP ist es machbar, aber auf Global wird da die Vegetas Lineage-Kategorie vorgezogen oder wissen wir nicht. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass das EZA nur für JP kommt. Könnte ich mir echt vorstellen, weil auf Global haben wir nicht mal Tech Gotenks EZA und so. Deswegen, da bekommen wir dann die Tage die ganzen Informationen. Der Tech Vegeta nach seinem EZA sieht folgendermaßen aus. Bisschen andersrum quasi. Er selbst gibt sich auch Key plus 2. Auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er immer konstant 90%. Wenn zwei oder mehr Vegetas Lineage Charaktere präsent sind im Team, gibt er jedem Verbündeten auf den Angriff und auf die Verteidigung 30%. So viel zu den ganzen Informationen zu dem Vegeta, Freunde. Ich bin wirklich überwältigt. Also Pure Saints Charaktere werden wirklich richtig gut sein. Das Pure Saint Team 150% auf die Charaktere. Zum Beispiel Super Saiyan 4, LR, Goku und Vegeta. Die Rotation in JP oder in Global Margin mit 3 war Goku zum Beispiel. Die kriegen jetzt 150% statt 130%. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und der Vegeta selbst ist krank und man kann Logo Evo Vegeta immer noch spielen im Team selbst. Und ich hoffe wirklich, dieser Vegeta, seine Links werden gut. Ich hoffe, er hat Prepare for Battle, verliert es aber dann nicht. Deswegen,
Die ganzen anderen Infos bekommen wir hoffentlich die Tage, Freunde. So viel wäre es erstmal zu den ganzen Leaks. Es sind immer noch Leaks, wie gesagt, aber Team Lockner, schaut an den Ansari für die ganzen Translation. Ihr könnt mich gerne wissen, was ihr von den ganzen Charakteren haltet. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag oder Abend. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.